Einen schönen guten Tag zu meinem neuen Bundesliga-Tipps, Bundesliga-Tipps, 11. Spieltag. Und los geht's. Das Auftaktspiel ist zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Und Leverkusen hat jetzt gegen Schalke 1-0 verloren. Ja, bei Freiburg, ne, eine knappe Niederlage gegen Kaiserslautern. Also beide ganz knapp verloren, aber ich glaube mal, dass Leverkusen den schwierigeren Gegner hatte und deswegen gewinnt jetzt an diesem Spieltag mit einem 3 zu 1. Ja. Das nächste Spiel ist das erste Samstagsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FC Nürnberg. Die Bayern haben jetzt verloren gegen Hannover, das ist entweder vorauszusehen oder auch nicht. Irgendwann muss das ja halt mal passieren. Und Nürnberg hat 2 zu 2 gegen Stuttgart gespielt. Ja, die Bayern spielen aber jetzt zu Hause und Gladbach ist die einzige Mannschaft, die jetzt zu Gast in München gewonnen hat. Und Nürnberg wird das leider nicht schaffen. Bayern wird gewinnen mit 2 zu 0. Die nächste Begegnung ist zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim. Ja, schwierig zu sagen. Ich denke mal, dass Schalke gewinnt mit einem 3 zu 1. Obwohl Hoffenheim jetzt gewonnen hat, zwar gegen Gladbach zu Hause, aber auswärts die sehr schwach sind und ich denke mal eher davon profitieren, dass sie zu Hause gewinnen. So, und da sie jetzt in Gelsenkirchen spielen, könnte es sein, dass Schalke gewinnt. Ich denke mit 3 zu 1. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Bei dieser Begegnung, man möge mich schlagen, denke ich 1 zu 1. Warum tippe ich 1 zu 1? Dortmund hat doch eigentlich jetzt so eine Siegesserie hingelegt und es ist doch alles prima. Und bei Stuttgart, die haben jetzt gegen Nürnberg unentschieden gespielt, sonst haben sie doch auch eigentlich prima gespielt. Genau deswegen, weil beide Mannschaften eigentlich momentan ziemlich gut spielen. Nürnberg jetzt zwar nicht gerade so die einfache Mannschaft, die man mal so hinten wegkippt, aber naja, ne? Beide sind ungefähr gleich stark und ich denke mal, dass beide dementsprechend auch gleich stark spielen und dann ein 1 zu 1 schaffen. Die nächste Begegnung ist zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC Berlin. Bei der letzten Spielsaison zwischen diesen beiden, also in der Saison 2009-2010, hat die Hertha gegen Wolfsburg mit 5 zu 1 gewonnen. Sind dann Abschluss aber trotzdem abgestiegen und ja, 1 zu 1. Ah, das 1 zu 1 ist doof. Aber beide bringen es weiter. Das nächste Spiel ist zwischen den Bayern-Bezwingern, nämlich Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. Beide haben die Bayern besiegt. Der eine in München, der andere zu Hause. Und wer von diesen Bezwingern wird besser sein? Ich tendiere auf Gladbach. Gladbach wird das Spiel gewinnen mit 2 zu 0. Gladbach ist zu Hause stärker und Hannover hat irgendwie komischerweise eine Auswärtsschwäche. Die hatten jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Wurm drin. Wenn es andersrum gewesen wäre, wäre dementsprechend das Ergebnis auch andersrum eher. Weil Hannover ist eine heimstarke Mannschaft, Gladbach ist auswärts, wie ich schon letztes Mal gemeint habe, nicht so toll. Die schaffen höchstens ein Tor oder kriegen ein Gegentor. War ja auch am letzten Spieltag so, dass Hoffenheim 1 zu 0 nur gewonnen hat. Und naja, so ist das, ne? Deswegen, weil es andersrum ist und Gladbach eine heimstarke Mannschaft ist, gewinnt Gladbach mit 2 zu 0. Das nächste Spiel ist zwischen dem FSV Mainz 05 und Werder Bremen. 1 zu 0. Aber für wen? Nun, Bremen ist zum Beispiel eine Mannschaft, die, wo man jetzt sagt, okay, gut, 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 und einkracht. Mainz spielt momentan aber so, die spielen.
Momentan spielen die echt wie so ein Zweitligist. Also ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Und deswegen halt gewinnt Bremen mit einem einzigen Tor nur. Beide spielen schwach, aber Bremen kriegt endlich die Kurve und könnte wieder gut spielen. Das nächste Spiel zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Augsburg. Ja, Augsburg, nun, die haben jetzt auswärts ja gegen Mainz gewonnen. Wie ich aber eben erzählt habe, Mainz spielt so wie in so einem Zweitligist. Das ist nicht besonders. Und Köln, ja, die haben sich abschlachten lassen von Dortmund mit 5 zu 0. Und die sind eigentlich mit großen Erwartungen dahin gefahren. Aber, naja, ich hatte ja schon am letzten Mal gesagt, dass diese Niederlage, die zwar nicht so großartig erschüttern würde, dabei bleibe ich auch. Es war ein 5-0 verloren, aber nun gewinnt man 2-0. Zwei null, merkt nicht, oder? Das nächste Spiel ist zwischen dem Hamburger SV und dem ersten FC Kaiserslautern. Dort denke ich mal, das entscheidet auch ein einziges Tor. Ja, meine Tendenz mit dem 1-2, 1-2 und jetzt gewinnt der HSV ist leider nicht so in Erfüllung gegangen. Es ist unentschieden 1-1 ausgegangen. Bei Kaiserslautern hingegen, die haben 1-0 gewonnen. So, ja. Was passiert nun? Beide stehen unten. Also nur, wenn jetzt einer von beiden gewinnt, kommt der auf einmal nach oben oder er ins Mittelfeld. Und ich glaube, dass der HSV das ist. Und deswegen wird Hamburg gewinnen mit einem 1-0. Denn manchmal entscheiden halt die einfachen Tore. Ja, das waren meine Tipps zu diesem 11. Spieltag. Ihr könnt wieder eure abgeben und Kommentare dazu schreiben und was ihr halt richtig findet. Wir sehen uns, hören uns zum nächsten Spieltag wieder, wenn ihr mögt. Also, bis dann, ciao.